Wie in der Roadmap schon angekündigt, steht jetzt das nächste Update vor der Tür, in dem wir zum einen den Esel, aber auch endlich die Schmiedekunst erweitert bekommen. Was ihr machen müsst, um die Sachen freizuschalten, beziehungsweise wo ihr zum Beispiel den Esel findet, zeige ich euch jetzt in dem Video, Freunde. Viel Spaß damit, legen wir direkt los. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefällt. Auf geht's. A story which will never end, as long as the dynasty continues. Willkommen zurück auf meinem Kanal und damit zu diesem neuen Video. Freunde, wie eben im Intro schon erwähnt, möchte ich euch heute kurz zeigen, welche neuen Inhalte wir mit dem nächsten Update für Medieval Dynasty erhalten werden und wie ihr an den neuen Content herankommt. Denkt aber bitte daran, dass sich immer wieder Dinge ändern können, da sich das Spiel weiter in der Entwicklung befindet. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr zu diesem und anderen Spiele verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da, würde mich freuen. Vielen Dank für euren Support. Legen wir jetzt aber los. Auf geht's. Neben mehreren kleinen Verbesserungen und Anpassungen gibt es auch dieses Mal wieder neuen Content. Die Rede ist hierbei vom neu hinzugefügten Esel als Reittier sowie das Update der Schmiede, die dazu passenden Fähigkeiten und die neuen Materialien. Fangen wir mit dem Esel an. Im neuen Dorf namens Tutki, welches bisher noch namenlos war, können wir also ab sofort ähnlich wie bei den Pferden die Esel im Stall begutachten und auch kaufen. Der größte Vorteil des Esels gegenüber dem Pferd ist hierbei ganz klar der Preis. Denn ein ausgewachsener Esel kostet lediglich 3200 Münzen. Des Weiteren könnt ihr auch direkt bei der Händlerin namens Radochna den nötigen Sattel und Hufeisen kaufen, sodass ihr am Ende mit rund 4000 Münzen schon komplett ausgestattet seid und losreiten könnt. Optional gibt es natürlich auch noch die Satteltaschen, die ihr für je nach Typ knapp 400 oder 900 Münzen einberechnen müsst. In Sachen Tragekapazität gibt es aktuell noch keinen Unterschied. Ein Pferd kann hierbei wie der Esel von Anfang an 20 Kilo an Materialien für euch tragen. Der einzige kleine Nachteil, den man beim Esel eventuell hat, ist einfach die Geschwindigkeit. Er ist einfach etwas langsamer als das Pferd, aber dennoch günstiger und somit schneller zu bekommen. Die zweite Neuerung, die auch die Vorbereitung auf die Banditen sein soll, ist die neue Werkbank in der Schmiede, auf der wir nun auch bessere Waffen und Werkzeuge bauen können, die dazugehörigen Fähigkeiten und das neue Material für die Herstellung. Um die Materialien wie Eisen, Zinn oder auch Kupfer abbauen zu können, braucht man natürlich eine Mine. Beziehungsweise hat man mit der Mine den Vorteil, einfach noch tiefer in die Höhle hervorzustoßen, um eben dort die besseren Materialien finden zu können. In dieser Mine könnt ihr auch zudem über das Management euren Arbeitern den Abbau der neuen Materialien zuordnen oder begebt euch selbst in die Mine und seht dort schon anhand der verschiedenen Farben der Steine, welche Materialien dort abzubauen sind. Mit diesen Materialien könnt ihr dann in die Schmiede gehen, um dort am Blasebalg aus dem gesammelten Erz erst die Barren zu schmelzen bzw. zu kombinieren und sie dann am Amboss, der ebenfalls neu in der Schmiede ist, zu neuen Waffen und Werkzeugen zu schmieden. Um diese Gegenstände allerdings herstellen zu können, müsst ihr vorhin im Technologiebaum die dazugehörigen Punkte freischalten bzw. freikaufen. Diese findet ihr links dann im Reiter der Schmiede 1, 2 bzw. 3 und sind zudem für recht kleines Geld freischaltbar. Okay, Freunde, das sind wie gesagt nur die zwei hauptsächlichen neuen Content-Punkte, die dieses Update mit sich bringt. Es gab natürlich auch kleinere Änderungen wie Geräuschanpassungen oder auch Animationen, wie zum Beispiel, wenn ihr ein Brot backt. Dort seht ihr dann nämlich, wenn ihr das Brot in den Ofen schiebt, liegt es vor euch auf der Schaufel und wenn es zudem dann aus dem Ofen herauskommt, sieht man auch, dass sich es eben soweit verändert hat. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Denkt an den Daumen, wenn es so ist. Und dann wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß mit dem Spiel, Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.